Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Muss noch einmal live gehen und möchte noch mal was mit dir teilen. Und zwar geht es um Ängste. Weil ich habe heute Mittag gerade noch mal mit jemandem gesprochen, die sagte, sie hat jetzt so lange überlegt, ob sie sich traut, mit mir mal eine Durchbruchsession zu buchen und da mal zu schauen, wie ich ihr helfen kann. Und ja, eine gefühlte Ewigkeit hat sie jetzt gebraucht, um sich da mal zu überwinden. Und das höre ich des Öfteren. Und deshalb möchte ich mal was mit dir teilen, wie du deine Ängste überwindest. Ich war ja letzte Woche in Österreich und wir waren da unter anderem auch zum Canyoning. Ich wusste vorher nicht, wie man das nennt. Canyoning heißt im Gebirge da im Bach rumzulaufen, rumzurutschen, zu springen, zu klettern, sich abzuseilen und, und. Und das passt so gut zu dem Thema Angst überwinden. Deshalb möchte ich das mal mit dir teilen, zu deiner Ermutigung, damit das mal ein bisschen greifbarer wird für dich, für deinen Kopf, für den Denker. mal mit das Beispiel mit diesem Canyoning. Also, hallo liebe Gabriele. Ich darf dazu sagen, ich bin der absolute Warmduscher. Kaltes Wasser, kühles Wasser ist überhaupt nicht mein Ding. Und wir hatten jetzt noch Glück, es waren auch in Österreich so, ja, um die 28 Grad. Aber Bergwasser ist einfach kalt und es ist nicht mein Ding. Aber ich durfte da durch. Ich habe mich diesem Thema auch gestellt. Hallo, liebe Gabi. Und wir sind dann so durch das Wasser. Es ging auch erstmal darum, sich überhaupt komplett mal ins Wasser reinzulegen, damit dieser Neoprenanzug mal durchflutet wird. Da habe ich mich schon ein bisschen überwunden. Und als wir dann so ein bisschen durch das Wasser gewartet sind und mal so ein bisschen gerutscht sind, fing ich gerade an, Spaß und Freude dran zu haben. Aber dann ging es erst richtig los. Dann kamen die ersten Sprünge, dann kam das erste Abseilen, den Fels hinunter. Dann wurden die Sprünge mal ein bisschen höher. Dann war es nicht nur einfach mal so da reinhüpfen, sondern genau anpeilen, wohin springen und solche Dinge. Da bin ich natürlich auch arg an meine Grenzen gekommen, sprich an Ängste. Weil ich habe es in der Schule schon nie gemocht. Oder auch in der Freizeit, wenn wir im Schwimmbad waren, es war schon nie mein Ding, ins Wasser reinzuspringen. Selbst von so einem Startblock aus, der ja, keine Ahnung, 30 Zentimeter ist, das war noch nie mein Ding. Habe mir immer schon gedacht, wenn ich so kann ins Wasser gehen, warum da reinspringen? Also schon als Kind habe ich das nicht wirklich gemocht. Und hier wusste ich ja ansatzweise so ein bisschen, was auf mich zukommt. Das heißt, es hieß springen, es hieß sich abseilen. Und in der Gruppe, in der wir da waren, fand ich es auch ganz interessant, wie jeder doch so seine eigenen Prägungen wieder hatte. Was mir nicht ganz so schwer gefallen war, ist übers Geländer zu klettern und mich da abzuseilen, also so im Querformat quasi an der Felswand runterzulaufen, sich abzuseilen oder auch, wenn die Felswand mal so einen Vorsprung hatte, bis dahin zu steigen quasi im Querformat und dann sich weiter abzuseilen und unten im Wasser dann eben zu landen. Das waren so Dinge, die mir leichter gefallen sind. Was mir sehr, sehr schwer gefallen ist und mich viel Überwindung gekostet hat, oder durch die Angst durchzugehen, war einfach zu springen. Wenn ich da oben runter geguckt habe und der Guide gesagt hat, hier rüber springen, in die Richtung anpeilen und dann darunter zu springen. Und was wir nie im Prinzip haben, oder was wir eigentlich immer haben, so rum, ist die Angst vor der Angst. Wir haben keine Angst in der Angst, geschweige denn danach sind wir stolz auf uns, wenn wir es dann gemacht haben. Und wie bin ich damit umgegangen? Bei dem Abseilen zum Beispiel
Da habe ich mich gleich als zweite hingestellt, weil eine war noch schneller als ich. Die hat sofort gesagt, ich bin die erste, die hier übers Geländer klettert und mich abseile hier. Und ich war dann gleich als zweites an der Reihe. Das war meine Art und Weise, mit dieser Angst umzugehen. Hallo, liebe Selina. Denn wenn ich vom Brückengeländer darunter geguckt hatte in die Tiefe, und je länger ich da gestanden hätte, umso mehr Ängste hätte ich ja gehabt, umso mehr hätte mein Köpfchen sich mit dieser Angst können beschäftigen, was vielleicht dann auch letzten Endes in Panik geendet wäre. Also habe ich die Entscheidung getroffen, ich muss hier mit als Erste dabei sein, um der Angst erst gar nicht eine große Chance zu geben. Mir fällt da gerade auch ein, dass, oh je, das ist jetzt, das muss 2003 gewesen sein, genau 2003. Da sind wir auch mal zum Tandemsprung. Und da war ich auch die Erste, die aus dem Flugzeug raus ist, um da zu springen, damit ich erst gar nicht lange warte, bis alle anderen da raus sind, um dieser Angst überhaupt keine Chance großartig zu geben, um mich dann letzten Endes vielleicht nicht zu trauen. Und das war jetzt hier beim Canyoning auch meine Art und Weise, damit umzugehen. Auch beim Springen. Ich war eigentlich, glaube ich, immer so die Zweite, manchmal. Ja, die erste, aber auch schon mal die dritte. Aber ich habe da nie lange gewartet, bis auf eine Situation, erzähle ich dir auch gleich, wie ich damit umgegangen bin. Das heißt, ich habe geguckt, nächste Stelle, okay, hier geht es jetzt darum, rückwärts runter zu rutschen oder vorwärts. Oder halt einfach, wir mussten einfach springen. Und dann habe ich geschaut, dass ich das schnell hinter mich bringe, dass ich da eben mit bei den ersten war, um dann auch gleich wieder stolz auf mich zu sein, dass ich gesprungen bin, dass ich es mich getraut habe. Und dann gab es eine Situation, wo ich so das Gefühl hatte, hallo lieber Thorsten, ich bin jetzt irgendwo gerade so am Ende meiner Kräfte, irgendwas ist da in mir in Bewegung gewesen, irgendwas ist da geschehen in mir von einem vorhergehenden Sprung. Ich hatte ein bisschen Panik gekriegt, ich musste auch ganz viel weinen, also irgendein Prozess ist da in mir in Gang gesetzt worden. Und als nächstes war da einfach ein noch höherer Sprung angesagt und ich stand da oben und da hatte ich wirklich das Gefühl, ich bin jetzt hier am Ende meiner Kräfte, ich kann jetzt nicht mehr. Hatte das dem Guide auch gesagt, aber ich habe mich auch gleichzeitig umgeguckt in dieser Höhle, in der wir standen. Es gibt hier kein Zurück, ich muss hier durch. Was war die Lösung jetzt für mich? Ich habe mich da hingehockt auf diesen Felsvorsprung, habe meine Arme hochgestreckt und der Guide hat mich an den Armen geholt, hat mich dann hängen lassen und hat mich fallen lassen ins Wasser. Im Prinzip war es das Gleiche, als wenn ich selbst gesprungen wäre, sondern wir haben dann nur so diesen kleinen Switch gemacht, dass ich nicht selbst gesprungen bin, weil da einfach so ein bisschen eine Art Panik da war. Habe ich mich von dem Guide, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, an der Hand, an den Händen nehmen lassen, habe mich da hingehockt auf diesen Felsvorsprung. Er hat mich dann an den Händen geholt, hat mich da so für einen kurzen Moment festgehalten und dann einfach losgelassen und mich fallen lassen ins Wasser. Das war meine Art und Weise, damit einfach umzugehen. Und was hat das jetzt mit dir zu tun? Du bist ja hier in der Gruppe, weil du deinen Seelenplan entdecken und leben möchtest, weil du dein Herzensbusiness, deinen Seelenberuf letzten Endes leben möchtest, entdecken möchtest, weil es in deinem Leben einfach Bereiche gibt, die nicht so sind, wie sie deinem Herzen entsprechen. Und das fängt bei unserem Beruf, dem Ruf der Seele folgen ja nun mal an. Und je länger du dich in deinen Ängsten da gefangen halten lässt, je größer werden die Ängste. Je länger und je öfter du eine Entscheidung triffst, ich schlafe mal noch eine Nacht drüber, ich denke mal noch ein paar Tage drüber nach oder gar auch noch Meinungen und Ratschläge, gut gemeinte Ratschläge vom Umfeld einholst, die ja im Grunde gar nicht wirklich wissen können, wie es wirklich in dir ausschaut, was dein Ding ist, die ja, es sei denn, du hast jemanden im Umfeld, der dort ist, wo du hin möchtest, der kann dir natürlich eine Hilfestellung geben, aber
Meist sind wir ja, wenn wir so in unserem Umfeld umschauen, von Menschen umgeben, die auch nicht dort sind, wo man hin möchte. Sei denn, du hast dein Umfeld schon geändert und bist wirklich schon von Menschen umgeben, die zum großen Teil dort sind, wo du hin möchtest, dann ist das was anderes, aber das ist ja meist nicht der Fall. Je größer werden deine Ängste und je schwieriger wird es einfach, da rauszukommen. Und das ist so das, was ich dir so hier nochmal mit auf den Weg geben möchte. Hallo, liebe Katrin. Je rascher du eine Entscheidung triffst, durch die Angst durchzugehen, denn hinter deiner größten Angst verbirgt sich einfach dein größtes Potenzial. Je schneller bist du im wahrsten Sinne des Wortes vom Fels gesprungen und bist glücklich im Wasser gelandet, um dich frei zu schwimmen, metaphorisch gesprochen. Umso schneller ist Land in Sicht. Ich verstehe sehr gut, was in deinem Kopf da vorgeht. Ich habe ja auch viele Jahre mich mit dem Gedanken getragen, kündige ich meine Stelle im öffentlichen Dienst, kündige ich nicht. Irgendwann war dann natürlich auch der Gedanke da, dass ich mich natürlich auch selbst getröstet habe. Da habe ich heute Mittag noch ein Live dazu gemacht, falls du es nicht gesehen hast. Schau es dir mal an, was es dich kostet eigentlich, wenn du dich so weiterhin von deinen Ängsten leiten lässt, wirklich deinen Weg zu gehen, Hilfe anzunehmen, dir deinen Weg zeigen zu lassen. Ich habe es heute Mittag erwähnt, es hätte mich fast mal das Leben gekostet, weil ich mittags immer in einer solchen müden Energielosigkeit war, dass ich auf dem Heimweg vom Büro auch mal in der Leitplanke mit dem Auto gelandet bin. Es war Gott sei Dank nur ein Blechschaden, aber mit einer gewissen Geschwindigkeit auf der Autobahn, wenn du da einschläfst, im Berufsverkehr, das hätte ganz, ganz anders ausgehen können. Und das lag nicht daran, dass ich irgendwo zu wenig geschlafen hatte, sondern ich hatte mittags oftmals so einen Horror, aus dem Büro rauszugehen, in dieser Energielosigkeit schon. Morgens ging das irgendwo noch, aber ab mittags war ich in solchem Tief immer, in einem chronischen Tief, dass ich oftmals ja schon eigentlich Angst hatte, mich ins Auto zu setzen und dann auf die Autobahn zu fahren und nach Hause zu fahren. Und je länger wir uns in unseren Ängsten da einfach gefangen fühlen, je größer werden die Ängste und je mehr Kraftaufwand, weil ich einfach Lebenszeit vergeude, weil ich Lebensenergie vergeude, weil der Körper einfach einem auch schon durch dieses Energiedefizit unter Umständen auch schon Disharmonien vielleicht in Form von Krankheitssymptomen schickt, sei es Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Bauchschmerzen oder keine Ahnung, was auch immer. Ich hatte ja da auch so eine ganze Palette von Disharmonien, die meine Seele mir geschickt hatte, als ich noch nicht voll und ganz auf meinem Herzensweg war. Umso schwieriger wird's, umso mehr Energie kostet es dich. Deshalb, ich habe eben nochmal, ich war komplett nochmal ausgebucht mit den wenigen freien Terminen, die ich nur hier auch zur Verfügung stellen kann für kostenfreie Durchbruchsessions. Ich war eben noch mal auf der Seite und habe für nächste Woche noch mal ein paar Termine für dich hier freigeschaltet. Nutzt diese Möglichkeit, dass wir miteinander sprechen können im vertraulichen Gespräch. Und ich weiß, dass ich dir zu 100% helfen kann. Auch in dir ist dein Seelenberuf schon verborgen. Der ist in dir. Du brauchst im Grunde genommen nur noch die Anleitung, ihn wirklich zu entdecken und ihn zu leben. Und dann wirst du staunen, wie rasch du auch in eine andere Energie kommst. Das heißt nicht, dass immer alles heitel Sonnenschein und alles in Butter ist. Das heißt auch nicht, dass das von heute auf morgen geht. Das braucht Entwicklung und das braucht auch das Lösen von einigen Dingen und Themen.
Und weil das auch so komplex ist, braucht es auch einfach eine Anleitung dazu. Und da ich diesen Weg gegangen bin, weiß ich eben auch aus meiner 12-, 13-jährigen Tätigkeit, wo ich noch diese ja, klassische Praxisräume hatte und im Einzelcoaching da gearbeitet habe, mit den vielen Menschen, mit denen ich da schon arbeiten durfte, die ich begleiten durfte, weiß ich einfach, dass auch in dir dein Seelenberuf verborgen ist. Dass auch du mit einer ganz besonderen Lebensaufgabe hier irgendwann vor einigen Jahren aus dem Bauch von deiner Mama ausgecheckt hast. Dass anschließend du dich aber nicht voll entwickeln und entfalten konntest, so wie du dir das mal vorgestellt hast, sondern dass die gut gemeinte Erziehung und viele Dinge aus dem Umfeld einfach dazu kamen. Aber auch das gehörte zu deinem Weg dazu. Auch diese Erfahrungen wollte deine Seele machen. Denn genau daraus kann sich letzten Endes auch der rote Faden zeigen, was deinen Seelenberuf ausmacht, wo du dein Leben schon gemeistert hast und wo du einen Schritt weiter bist als viele, viele Menschen da draußen, die genau deine Hilfe in Anspruch nehmen möchten. Und so gesehen, nimm doch mal den Satz auf, könnte es auch sein, dass solange du nicht bereit bist, deinen Seelenberuf zu entdecken und ihn voll und ganz zu leben und so ein Mehrwert für andere Menschen zu sein und ihnen zu helfen, könnte man es auch so ansehen als unterlassene Hilfeleistung. Das ist so ein Schlüsselsatz, den 2014 war das, glaube ich, einer meiner Mentoren mir damals gesagt hatte. Da hat sowas von Klick in mir gemacht. Da ging es einfach darum, ich war ja schon mit der mentalen Gesundheitspraxis unterwegs, aber da ging es einfach darum, sichtbarer zu werden und mich noch mehr zu zeigen und ja, über YouTube-Kanal und verschiedene Kanäle da einfach mich zu zeigen. Das war auch kurz bevor ich den ersten Online-Kongress gemacht hatte. Das hat sowas von Klick bei mir gemacht. Dieser Satz, wenn du dich jetzt nicht endlich zeigst, mit deiner Einzigartigkeit könnte man es auch als unterlassene Hilfeleistung ansehen. Nimm diesen Satz mal bitte auf. Vielleicht hilft dieser Satz dir jetzt, deine größte Angst einfach mal zu durchbrechen und dich der Bereitschaft zu öffnen, deinen Seelenberuf zu entdecken, dir helfen zu lassen, diesen zu kreieren und alles, was es dazu braucht, was es zu lösen gilt, wovon du dich befreien darfst, dir dabei einfach helfen zu lassen, sodass du in einem überschaubaren Zeitraum wirklich voll und ganz dein Potenzial lebst und du dir dein Leben mit deinen Liebsten, mit deiner Familie so gestaltest, wie du es wirklich aus ganzem Herzen möchtest. Meine Liebe, mein Lieber, ich poste dir jetzt nochmal den Link zum Kalender. Ja, zuerst malt, hat die Termine zuerst. Es sind nur ganz wenige, ich nächste Woche dann nochmal freischaufeln konnte. Und lass uns dann reden, was genau deine Schritte sein können, dass auch du endlich mal durchstartest in dein Herzensleben und deinen Seelenberuf lebst. Okay? Alles Liebe. Bis ganz bald. Tschüss.